Das Regio TV Plus ist für euch wieder on Tour und wir wünschen jetzt schon allen eine schöne Sommerferien. Schaut bei uns rein, wir empfehlen euch heute ins Appenzellerland. Und wo fährt man in Appenzell am besten an? An dem Ort, wo weltberühmt ist, wo die Hände aufgehebt wird und noch richtig abgestimmt wird in alter guter Schweizer Manie. Bei mir ist Rosalie Manser, sie ist hier vom Tourismusverein Appenzell. Rosalie, erzähl mal ein bisschen etwas über diesen Platz. Alle Menschen kennen den. Ja, alle Menschen kennen den und sind meistens ein bisschen enttäuscht, wenn sie ihn dann so unter einem Jahr sehen, weil ja, dann wirkt er recht unspektakulär, weil er meistens einfach als Parkplatz braucht. Aber am letzten Sonntag vom April, dann läuft dann da einiges auf dem Platz. Dann können mich alle stimmberechtigten Personen von Appenzell-Innerrhoden, dem kleinsten Kanton der Schweiz, wo ja nur 60'000 Einwohner hat, die können dann an diesem Sonntag hierher und stimmen an einem Tag in wenigen Stunden über alle Sachgeschäfte, alle Wahlen ab, wo dann nachher der Kanton wieder bewegt und dann ist wieder für ein Jahr lang Ruhe. Das Regio TV Plus ist jetzt für euch beim Gürtelmacher und da gibt es aber viel, viel mehr als nur Gürtel. Ich bin beim Roger. Roger, sag mal zuallererst, wie bist du zu diesem Handwerk gekommen? Bist du drin hineingeboren worden? Ja, nein, ein bisschen über Umwege. Also respektive ist ein Generationenbetrieb in der vierten Generation. Ich habe es vom Grossvater übernommen. Und das Problem ist, dass Sennensattler, wie wir uns nennen, dann ist keine anerkannte Ausbildung. Und so kommt man irgendwie gerade über den Weg hierher. Ja. Zuerst auch eine Lehre gemacht, war im Sport sehr aktiv gewesen und habe dann aber Schwein gehabt, beim Grossvater können ein- und aus, wenn ich wollte. Und so hat es dann einen langsamen Wechsel gegeben. Jetzt erzähl mal, ich meine, ich bin hier innen in einem Himmelreich, was die Arbeit anbelangt. Was machst du alles? Ich sehe ja nicht nur einen Gürtel hier. Ja, es ist sehr ein sehr vielseitiges Gebiet. Der Sennensattel, wie es der Name sagt, war ursprünglich für die Sennen da, für die Bauern oder nach wie vor noch. Da fängt bei den Hosenträgern an, bei den Schöllerriemen. Dann geht es über die Schuhschnallen, Ohrschufeln, Knopfbroschen oben dran. Also ich sehe, es geht dann auch so ein bisschen zwischen Leder und Metall hin und her und in der Kombination. Schöner geht es wirklich nicht mehr. Ein Stück heile Schweiz haben wir hier gefunden. Ich bin beim Kleus gelandet. Kleus, erzähl doch mal schnell den Zuschauerinnen und Zuschauern, wo sind wir hier genau? Wie kommt man hier rauf? Weil, wenn sie das sehen, müssen sie unbedingt mal hier hinkommen. Also, es gibt verschiedene Varianten. Die eine ist einmal vom Parkplatz eingestanden. Da kann man mit dem Auto den guten Tannen fahren und in 15 Minuten mit Fußmarsch wären wir hier. Die zweite Variante ist mit dem Wendi auf der Ebenalp. Dann mit dem weltbekannten Eschen, das gerade verbunden. Das ist einen Kilometer von hier entfernt und kann nachher hier runterlaufen und den Tag ausklingen lassen in dem Sinn. Und wie heisst dein Plätzchen hier genau? Das ist die Alp Mittlere Bommen. Das sind drei Alpen auf dem Plateau hier. Wie gesagt, das ist die Mittlere Bommen, die Oberen Bommen und die Vorderen Bommen. Und was machst du den ganzen Tag? Jetzt kommen wir natürlich auf das Thema. Ja, unser Tag ist natürlich sehr satt gestaltet. Es regnet vielleicht ein bisschen weniger, aber sonst stehen wir morgen um 4:30 Uhr auf. Gehen Kühe melken, gehen Käse melken. Dann um gut 6 Uhr fangen wir an, gehen wir Käse, machen den Käse dort. Dann haben wir vielleicht mal erst zum Morgen essen. Und je nachdem müssen wir die Kühe auslassen. Oder dann gibt es Weidepflege. Wir müssen die ganze Weide pflegen. Sonst werden in 2 Jahren komplett verwaltet. Also, oder Hagen, Zäune, Kuhdrechtsemene, wie man schon so sagt. Oder Zäune machen, in dem Sinne auch. Ja. Stehlesen. Eigentlich ganz einfache Sachen, aber sehr notwendige Sachen. Also auch die Alpenflora so sich präsentiert, weil wenn das nicht wäre, wäre die ganz ganz anderes Erscheinungsbild. Wunderbar, also ich kann das nur empfehlen, es ist so ein lauschiges Örtli und es gibt natürlich ein feines Vesperblättli hier mit dem hauseigenen Käse. Und wie ihr gehört habt, also in 15 Minuten hat man die kleine Reise gemacht und es lohnt sich.
So, und das ist jetzt eine grosse Überraschung für euch. Wir sind beim Johannes Fuchs und ihr seht, er ist Hackbrettspieler und Hackbrettbauer. Johannes, als ich hierher kam, habe ich einen älteren Herr erwartet, der das Metier seit weiss nicht wie vielen Jahren macht. Wie bist du in das reingerutscht? Ist das einfach aus dem Spielen gekommen? Oder gibt es weit und breit auch kaum jemanden, der so einen Hackbrett bauen kann? Ich meine, das ist eine Sauarbeit, oder? Wie lange hat man da? Ja, also drin kam, bin ich meinem Vater, Johann Fuchs, bekannt als Klein Fuchsli, ist ja 1951 zum Hackbrettbauen gekommen. Weil er von seinem Kollegen, von Aldas Jock, da ist dort, kann man sagen, schon der Hackbrettspieler gesehen, der Aldas Jock, Jakob Alder von Hondwil, hat ihm eben sein Hackbrett müssen flicken. Und so ist mein Vater drin gerutscht, weil er einfach nachher gesagt hat, ja, er zwei Tage geflickt, ich könnte ja mal probieren, selber eins machen. Und da hat er von sich aus einfach eins gemacht. Und das erste ist dann natürlich oder leider verstropft. Es hat hier ja 125 Säten drauf auf einem kleinen, normalen Hackbrett. Und die haben eine Tonne Zugkraft. Und das hat mein Vater hier völlig unterschätzt. Und das erste Hackbrett hat es dann beim Unistimmen hat's dann nicht zusammengeschlagen, aber hat einfach gemacht und hat Krosen gemacht. Und er hat dann Gott sei Dank nicht aufgegeben, weitergemacht. Und nach Jahrzehnten ist dann hier ein bisschen mehr dazugekommen. Und Wahnsinn. Johannes, spiel noch mal kurz zum Abschluss. Herzlichen Dank. Toller Besuch gewesen hier. Jetzt sind wir an einer ganz speziellen Situation. Wir sind hier beim Sepp. Und ihr seht, der Sepp streichelt die Kühe, herzt die Kühe. Er hat auch spezielle Flüssigkeit dazu. Sepp, erzähl mal, was sind das für Kühe und um was geht es hier ganz genau? Also das sind unsere Kabirränder. Und die ganze Ernährung dieser Ränder ist auf der Bierbasis aufgebaut. Also sie können Biernebenprodukte aus der Brauerei dann zurückgeben. Und mit dieser Bierhefe streicheln wir sie auch. Streicheln. Durch Striegeln haben wir den Kontakt zu den Tieren. Das ist das Tier auch zutraulicher, ist durch das ruhiger, entspannter. Und Bierhefe ist aber auch für die Fellpflege wichtig. Also sie haben das auch sehr einen schönen Glanz im Fell. Und wir können auch das Fell nachher wieder verwerten. Es ging darum, einen Kreislauf mit der Brauerei zu schliessen, möglichst eine nachhaltige Produktion. Und es ging uns darum, die Nebenprodukte aus der Brauerei wieder in den Kreislauf zurückzubringen. Das heisst, ihr verfüttert die Maischen auch an sie, ihr dient sie einschmieren damit. Sind denn die nicht permanent alkoholisiert? Nein, sie sind nicht besoffen, weil ein Rind ist ein Wiederkäuer. Und die haben Mikroorganismen im Pansen, die den Alkohol im Magen schon abbauen. Das heisst, wir haben Blutproben genommen und die sind also alle 0,0 Promille. Also der Wiederkäuer hat die Möglichkeit, weil er Mikroorganismen im Pans hat, die den Alkohol im Magen schon abbauen kann. Warum geht es jetzt so auf mich los? Ich habe doch gar noch kein Bier getrunken hier, ich bin im Appenzeller lang. Ja, gell? Vielleicht ist es, weil du ein Basler bist, oder? Also, auch das ein Erlebnis im Appenzellerland. Unglaublich schön. Und leider muss ich es jetzt sagen, aber wenn man sie dann isst, dann kommt es dann nochmal ein bisschen anders. Aber das Tier geniessen, schaut mal das an. Jetzt können wir noch einfach geniessen, gell? Ich habe für euch wirklich das Schmuckstück gefunden. Wir sind beim Klaus und es geht hier um Schweizer Flusskrebs. Und jetzt hoffe ich, habe ich schon richtig gesagt, Klaus, Schweizer Flusskrebs und was alles andere findet man in deinen Seen? In meinen Seen findest du, muss ich schon wieder korrigieren, Schweizer Edelkrebs. Edelkrebs ist grösser als der Flusskrebs. Bei uns findest du in den grossen Seen, die ich habe, findest du Zander, Bachforelle ab 2 Kilo. Sprich, die grossen. In den Zuchtweihern, die ich hinter mir habe, haben wir pro Weiher etwa 3'500 Bachforellen drin, die wir eigentlich verkaufen. Das heisst, das, was ich verkaufe, an Restaurant, an Gourmet-Köche, an viele Private, ziehe ich aus diesen Weihern raus. Oh.
Und jetzt sind wir im Zunfthaus, mitten in Appenzell. Wir sind bei der Sibylle und sie hat uns ein wundervolles Kunsthandwerk präsentiert. Und unter anderem dürfen wir hier reingehen und dürfen Fondue-Gabeln machen. Ich habe ganz viele alte Gusseisenformen. Eben zum Beispiel die Fondue-Gabeln. Und das mache ich auch mit Leuten, dass die wirklich das alte Handwerk hier sehen. Und dann habe ich viele neue Sachen gemacht. Natürlich viele so typisch Appenzell. Und am meisten Erfolg habe ich jetzt mit meinen Lampen. Ich habe ganz spezielle Lampen kreiert. Der Röbi Schieg, der hier das Hotel Restaurant Freudenberg hat, eine traumhafte Terrasse, eine super Aussicht, ein Hammeressen. Und Röbi, jetzt müsste ich gerade schnell etwas fragen zu deinen Spezialitäten. Wir haben hier ganz etwas Spezielles. Ich nehme nicht an, das ist, wenn man kalt hat, um die Leute etwas wärmen. Nein, das ist ein Rindsfilet, dass man es selber noch ein bisschen länger drauflassen kann und dass es auch beim Gast richtig warm ist. Und es ist natürlich ein Show-Effekt, auch ein bisschen alles Zeug sollte man wieder nutzen. Nostalgie kommt alles von früheren Retto. Und jetzt möchte ich von dir noch ein Beispiel haben für eine Gewaltswanderung, die wir den Leuten noch erzählen können. Ja, da ist vielleicht, wenn man täugst aufgeht, über Bommen, dann kam man beim Wildkirchli vorbei, dann läuft man auf den Schöfler, dann kommt man auf den Mesme und Kabi wieder in den Seealpsee. Aber da muss man etwas schwindelfrei sein. Der Weg ist nicht ganz ohne, ist nicht gefährlich, aber man muss immer aufpassen in den Bergen. Das ist immer ein heikles Thema. Gutes Schuhwerk, gute Laune, ein bisschen Toast und ein bisschen frische Luft, das ist das Wichtigste bei uns. Ich habe ein ganz berühmtes Gesicht neben mir und ihr kennt ihn natürlich alle. Es ist der berühmte Albert, der eigentlich sonst kein Wort sagt. Aber der Danny hat sich vorgenommen, ihn jetzt ein bisschen zum Reden zu bringen. Lieber Albert, schön bist du gekommen, hast Zeit genommen. Wie bist du eigentlich einmal dazu gekommen, für die Appenzeller Käse-Werbung zu machen? Wer hat dich hier gefragt? Ich war auf der Alp Sol. Da waren etwa 5 Personen, die euch. Ich wusste nicht, wer von euch auch einer dabei war. Einer war dabei und ich habe gesagt, das ist ein richtiger Filmer. Aber ich weiß noch nicht, wie er geheißen hat. Und dann haben sie so oben fotografiert und haben gesagt, ja, ich würde mir nichts sagen. Ich würde gerne nichts verraten. Und dann sind die wieder gegangen und dann haben sie es angeboten. Einen Auftrag geben, oder? Rosalie, wenn ich jetzt ins Appenzell möchte, Ferien machen oder einfach mal einen Tagesausflug, ich meine, mir ist es auch so gegangen, ich bin froh, dass ich eure Hilfe hatte. Kommt man einfach ins Appenzell und lässt man sich überraschen oder holt man bei euch ein paar Infos? Also ich würde es natürlich sehr empfehlen, um sich einen Überblick zuerst mal verschaffen über unsere Vielzahl an Angeboten, die man bietet. Wir haben sehr viel für Individualtouristen, aber auch für Gruppen attraktive Angebote. Man kann singen, man kann wandern, man kann Fondue-Gabeln geüssen etc. Da gibt es so viele Sachen zu erleben. Und allwichtig oder empfehlenswert ist natürlich auch, dass man sich über den Zustand der Wanderwege informiert. Wir haben ja sehr viele Gasthäuser, Berggasthäuser. Also man muss keine Stunde laufen, dann laufen wir wieder als Nächste. Und das ist wichtig, dass man auch weiss, wo könnte es ein bisschen gefährlich werden, wie ist das Wetter etc. Wunderbar, dann können wir euch also an dieser Stelle nur einladen und möchten es natürlich nicht unterlassen, einen kleinen Gruß von Basel euch doch zu bringen. Und herzlichen Dank auch für die geschichtliche Aufklärung mit dem Rothaus von hier. Also, nehmt Kontakt auf mit dem Tourismusverein hier im Appenzellerland und geht das ein bisschen anschauen, da werdet hunderttausende Sachen finden. Ich wünsche viel Vergnügen.